Gehen wir mal weiter. Auf dass hier kein Monster oder was auch immer Ungeziefer hier uns entgegenkommt. Oh, da kommt bestimmt eins, 100 pro. Sonst wäre es hier ja nicht, würde es der Titel ja nicht Dead Island. Was für Dead Island? Ja, so ist, so läuft es bei mir ab. Ich habe hier irgendwie mit dem Spiel verbinde ich Dead Island, ja. Also ich meinte ja Dead Space. Aber, oh, da liegt schon wieder eine. Aber ich glaube, die macht mir nichts mehr. Boah, doch. Oh, leck. Oh, oh. Krasser Scheiß. Oh, die lebt ja immer noch. Oh, jetzt keine Munition mehr. Stimmt, ich muss die aufklappen. Eine links und eine rechts. Ja, dass die Ärmel wegfliegen. Gut, da können wir noch schon wieder speichern. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir schon mal die ersten 30 Meter. Plasma-Energie. Pack mal ein. Können wir immer gebrauchen. Mit B kann ich, glaube ich, schauen, wo ich hin muss, genau. So, durch die Tür müssen wir. Da kommt jetzt bestimmt. Wow. Da ist wieder einer. Aber der macht nichts, oder? Nee. Der macht nichts. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Ja, das war ja schon mal nicht schlecht. Auf die Ziele. Auf die Gliedmaßen. Ich habe sie schon vorher zerstückelt, bevor ihr es mir gesagt habt. Aber danke. Wenn Sie Gegner-Gliedmaßen abbrennen, sparen Sie Munition und bewirken mehr Schaden. Alles klar. Gut. Warning. Live Tramway. Auto-raised. Sec. Maintenance workers. Only behind this point. Ich will am liebsten würde ich wieder zurück. Aber ich sollte natürlich irgendwie die Mission erledigen. Ah, das schaffe ich. Das schaffe ich jetzt. Ja, jetzt kann ich hier die Box öffnen. Und siehe da, ein Item ist rausgekommen. Stase. Okay, dann nehmen wir doch das gleich auch mal mit. Ah, okay. Ich hab mich schon gewundert, wie komme ich durch diese Tür? Weil da gibt es eigentlich bloß eine Möglichkeit. Entweder ich warte hier oder ich gehe durch die Tür und bin nachher zweigeteilt. Also, aber Gott sei Dank habe ich hier ja eine nette Information wieder bekommen. Gut. Dann werden wir doch das gleich mal in die Tat umsetzen. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Alles klar. Jetzt muss ich, wie gesagt, ich muss jetzt, glaube ich, die C-Taste drücken. Ah, genau. Und dann kann ich durch. Sauber. So. Und da ist schon wieder ein Checkpoint. Den wir natürlich auch gleich wieder mitnehmen. Gut. Jemand auf die Toilette? Gut, niemand. Gut. Dann können wir eigentlich auch. Boah, warum wird es jetzt dunkel? Ah! Hilfe! Schnell, schnell durch. Ah, hell, Licht. Dein Stase-Modul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Okay. Hier hilft mir auch wieder das Stase-Modul. Was muss ich machen? Ich muss die... Okay. Okay, das bleibt angeblich da.
Boah, boah. Das war ich gerade gar nicht gefasst. Boah, Hilfe. Wie die hier rauskommen. Oh, und was da für Zeug rausspritzt. Oh. Ah, für 1000 Credits. Macht mal alles. Nein, fast, fast. Ja, wie? Ah, okay. Da haben wir das Problem. Das zieht sich immer wieder zurück und das bleibt bloß da, wenn ich das Straßenmodul bin. Jetzt gut, dann machen wir das jetzt mal. Ich sehe. So. Perfekt. So wollten wir es haben. Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Boah, was geht jetzt ab? Isaac, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, ich auch. Los geht's. Ja, da kommt schon wieder einer. Nachladen, ganz schnell. Waggonersetzung abgeschlossen. So, zurück. Auf dem schnellsten Weg. Abhauen, abhauen. Ja, da kommen wir jetzt bestimmt gleich eine Runde wieder. Ja, falsch gelaufen. Wieso passiert das mir? Kann es nicht jemand anderem passieren? Schnell speichern und weiter. Ah, ich will hier raus, ich will hier raus. Au, verschlossen. Ja. Hier muss ich ja durch. Durch die Hackertür, durch die Hackertür. Na, da kommt schon wieder der nächste. Ah. Boah, weg, 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 weg. Boah, der hat ja noch was dabei. Den haben wir also nicht ganz umsonst hier umgenietet. Na, der hat auch was dabei. Ja, gut. Schauen wir uns nachher an. Ich will hier einfach raus. Ganz schnell. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Aber so wie die Sache aussieht, komme ich hier sowieso nicht so schnell raus. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Okay. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Klar. Immer doch. Die gibt's dann morgens zum Frühstück. Das wär's doch mal so. So ein paar Knochen oder sowas in der Art. Isaac? Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Okay. Wow. Da kommt bestimmt gleich einer wieder hoch. Oh ja, da ist schon der nächste. Und da ist schon wieder einer. So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Boah. Nee, ist wirklich nicht lustig. Hier ist es wirklich nicht lustig. Nein. Sollen wir die Hände auch noch abschießen? Okay. Ja, der bewegt sich immer noch. Ah, oh, wie die aussehen.
sehen ja aus wie 30 Jahre unter der Erde. Uah. Abhauen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss zum nächsten Aufzug, genau. Oder? Boah, da kommt schon wieder einer. Jo, genau. Ah, Gott sei Dank bin ich hier noch sicher. Noch. Wer weiß, was kommt. Boah, da... Boah. Wo kommt die jetzt her? Boah, krass. Boah, der sticht mir jetzt gleich mit dem Ding in meinen Kopf, in meinen Schädel. Mach doch was. Stirb doch einfach. Ah, ein Glück. Da wäre jetzt erstmal Leben auftanken. Und weiter geht's. Ja, das waren nicht die Gliedermassen. So sieht's aus. Also Leute, so sieht's dann aus, wenn man nicht die Gliedermassen trifft. Ja. Ein bisschen Spaß muss man bei der Sache schon haben, sonst das ist hier ja völlig für die Psychiatrie. USG Ishimura, Abteilung der Raumfahrttechnik, Rechnung für Shuttle-Reparaturen. Zweiter Auftragstag. Defekter vorderer Gyroantrieb von Schiff USG ISH SO3 wurde ersetzt und ist jetzt funktionsbereit. Dritter Auftragstag. Reparaturen an fehlerhaften 4D-Scope von Schiff USG ISH S01 noch nicht abgeschlossen. Vierter Auftragstag. Beschädige Landerepulsoren von Schiff USG ISH S01. 05 wurden vollständig ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Beschädigte Ansichtsfenster vorne und vorne links von Schiff USG ISH S04 wurden ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Gut, und es geht jetzt immer so weiter. Da hätten wir dann noch der fünfte Auftragstag. Beschädigte Boosterring von Schiff USG ISH S05 wurde repariert und ist jetzt funktionsbereit. Ja. Zuständiger Techniker Wright YF, Second Engineer Wartungssektor. Also die wechseln hier zwischen Englisch und Deutsch ab, man merkt schon. Sowas liebe ich, entweder Englisch oder Deutsch, aber weiß zerhäckselt ist dann irgendwie auch scheiße. Aber naja, wird schon irgendwie hinhauen in den nächsten Dialogen. So. Da eine Scheiße. Oh, so wie sich die Musik schon wieder anhört, da muss bestimmt gleich wieder irgendeiner um die Ecke kommen. 100 pro. Und wenn nicht jetzt, dann unten. Ich halte jetzt schon mal die Waffe auf die Tür, weil wenn jetzt aufgeht und da steht einer direkt davor, dann bin ich... Boah, ich hab's gewusst. Sowas muss man bei solchen Spielen sofort im Kopf haben. Sowas ist alltäglich. Kann man schon fast als Standard mitgehen lassen. Sieht echt schlecht aus für mich. Aber Gott sei Dank kann man noch ein bisschen leben. Ich brauche jetzt irgendwo Leben. Ich muss irgendwo Leben herbekommen.